Kennst du das? Es ist zwar Abend, aber du hast Lust auf ein Frühstück? So war es bei mir heute. Für unseren englischen Muffin benötigen wir Mehl, Trockenhefe gemischt mit Milch, flüssige Butter, Zucker und Salz. Alles gut vermischen, den Teig ordentlich durchkneten und danach Kreise aus dem Teig stechen. Unsere Muffins lassen wir dann für eine Stunde ruhen und bestreuen sie danach mit Maisgrieß. Zum Schluss braten wir sie in Butter an und geben sie noch für 15 Minuten bei 170 Grad Umluft in den Ofen. Für unsere Sauce Hollandaise brauchen wir 3 Eigelb und einen Schuss Zitronensaft. Schlagen über nicht ganz kochendem Wasser Luft unter unsere Eigelbmasse, bis diese zu einer Soße wird. Flüssige Butter dazugeben, sowie Pfeffer, Salz und etwas Cayennepfeffer und am Schluss unbedingt warm servieren. Unser geräucherter Schinken formen wir ebenfalls und braten ihn schön knusprig an. Als Abschluss gibt es noch ein pochiertes Ei, welches wir in kochendem Wasser mit einem Schuss Essig für 1,5 Minuten kochen. Bei 3 Gegenständen, welche ich auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, wäre das Egg Benedict einer davon. Einfach himmlisch.